Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der unsere Herzen erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Was für Sinn? Du hast den Namen Gottes nicht achtlos ausgesprochen, den Tag des Herrn geheiligt. Du hast Vater und Mutter geehrt. Keines dieser Gebote habe ich je gebrochen. Du hast getötet. Eine 80-jährige Frau. Du hast beobachtet, wie sie in der Bank Geld abgehoben hat. Bist ihr nach Hause gefolgt. Hast sie in der Hauseinfahrt brutal zusammengeschlagen und dir das Geld abgenommen. 70 Euro. 70 Euro. Und dann hast du sie in ihrem Blut liegen gelassen. Hat die arme Frau noch etwas gesagt, bevor sie starb? Hast du sie gekannt? Verstehe. Es war also ein Zufall, dass es gerade diese Frau war. Gottes Wille. Bitte? Gottes Wille anscheinend. Ja. Anscheinend. Und dass gerade ich es bin, der dir die Beichte abnehmen darf. Gottes Wille. Bereust du deine Sünden? Ja, schon. Gott, der barmherzige Vater, der durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt hat. Gnade. Gnade, bitte. Was? Das waren Ihre letzten Worte. Den Heiligen Geist gesandt hat, zur Vergebung der Sünden. Angefleht hat sie mich. Ich soll das Geld nehmen und gehen. Gott, der durch den Tod seines Sohnes... 70 Euro. Wo ist gerade auf der Bank? Die Auferstehung und den Tod seines Sohnes sich mit der Welt versöhnt hat. Sie gespuckt hat. Den Tod und die Auferstehung seines Sohnes sich mit der Welt versöhnt hat und den Heiligen Geist gesandt hat. Der durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus sich mit der Menschheit versöhnt hat und den Heiligen Geist gesandt hat. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Frau hat einen Sohn, der sie sehr geliebt hat.